Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Mavinloof. Ja, hier waren wir stehen geblieben bei diesem Installationsscreen. Ich schalte wieder in Vollbild. Ja, was gibt's zu sagen? Installationssprache natürlich Deutsch. Habe ich hier noch was anderes zu außer? Nein, habe ich nicht. Währungsformat nehmen wir mal Deutsch. Und Tastatureingabe würde ich jetzt auch mal Deutsch sagen. So, kann ich das eigentlich anzoomen? Ah ja, geht. So, Deutsch, Deutsch und Deutsch. Klicken auf Weiter. Ja, jetzt haben wir noch Computer-Reparatur-Optionen und Wissenswertes vor der Windows-Installation. Brauchen wir jetzt aber mal nicht. Wir klicken jetzt Installieren. So, Setup wird gestartet und jetzt können wir mal schnell die Session-Informationen hier mal daneben liegen. Und dann können wir mal schauen, was der so macht, was der schreibt und so weiter. So, ja, also diese 600 mal 800 oder 800 mal 600 Auflösungen, die werde ich noch auf 1024 mal 720 hochschrauben, aber ich habe das ja schon mal erwähnt, dieses 4 zu 3 Problem quasi hier, das ist immer noch da. Ich habe auch bis jetzt immer noch keine plausible, einigermaßen verständliche Anleitung gefunden, wie man zum Beispiel hier das auf 16 zu 9 schalten kann. Ich finde nichts. Naja. Gut, mal schauen, vielleicht wird es da in Zukunft mit einer neuen Version was geben. Okay, gut, ich habe hier die Professional Edition. Natürlich durchlesen. Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen. Weiter. Ja, natürlich müssen wir benutzerdefiniert machen, weil hier ist ja noch nichts drauf. Nicht zugewiesener Speicherplatz. Weiter. So, und langsam wird es jetzt mal interessant, wirklich mit diesen Session-Informationen. Ah, jetzt fängt es an. Windows-Dateien werden kopiert und jetzt müsste ja diese Dateien gelesen Anzahl hier ziemlich sprunghaft steigen. Wenn er wirklich so gut oder so schnell kopiert. Beziehungsweise am Anfang steigen mal nur die gelesenen Daten von der CD. Was? Windows-Dateien werden kopiert? Okay. Okay, na ja, gut. Wie gesagt, das ist ja von Festplatte auf Festplatte. Der muss ja eigentlich nur verschieben und 2 GB zu verschieben ist jetzt auch nicht so viel. Zumal er bis jetzt ja eigentlich nur 103 MB geschrieben hat. Das geht schon in der Zeit. So, jetzt wird es eigentlich installiert, sondern sage ich jetzt mal so: Windows-Dateien werden expandiert. Das heißt, es wird unter anderem extrahiert, es wird weiter kopiert und es wird installiert, was ja eigentlich auch nur kopieren ist und extrahieren ist. Ja, das könnte jetzt mal kurz dauern. Ja. Also ich finde, wenn man dann mal sich dagegen das Setup von Windows XP anschaut, dann ist das hier sehr, sehr glamourös, zumal man das Fenster hier auch noch. Nein, man kann es nicht verschieben. Mist, habe ich mich wieder zu früh gefreut. Aber trotzdem, es ist sehr viel eleganter. Oder wie man auch immer sagen will. Es schaut einfach viel besser aus. So, holen wir uns mal wieder die Session-Informationen. Ach, sind schon. Habe ich es nicht gesagt, es werden eigentlich nur Dateien kopiert. Ich verstehe nicht, was Windows Dateien kopiert eigentlich heißen soll.
werden da wohl nur die Kerneltreiber oder so gelesen und geschrieben. Naja, egal, das muss Microsoft wissen, sage ich jetzt mal so. Das wissen die schon, was die da machen. Naja, wobei Microsoft. Ja, aber was würden wir alle ohne Microsoft machen? Das kann man jetzt so auslegen, wie man will. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Aber wie gesagt, bei euch wird es schneller sein. Und wer sich das jetzt als quasi Preview anschaut, ob er sich das kaufen soll, meine Empfehlung ist, wenn man sich überlegt, welche Version man kaufen soll, heißt Vista oder XP noch, dann ist meine Antwort ganz klar Windows 7. Denn wieso soll ich ein bereits 10 Jahre altes Produkt kaufen, wenn es schon jetzt das neue gibt? Außerdem laufen für Windows XP die, ja, die Updates, die laufen jetzt demnächst aus. Ich glaube, Anfang 2012, Ende 2011 soll es keine Updates mehr für Windows XP geben. Und dann werden einige Windows XP-Nutzer in die Röhre schauen. Zweitens, man bekommt keine Features mehr von Microsoft. Zum Beispiel den neuen Internet Explorer 9, der ja wirklich ganz vorne, ganz an der Spitze liegt. Da hat man echt ziemlich auf die Tube gedrückt bei Microsoft. Da muss ich sagen, okay, gut. Ich verwende ihn zwar trotzdem nicht, weil es einfach wieder Microsoft ist, aber trotzdem, das ist bis jetzt der zweitbeste Browser für mich nach dem Firefox. Also da haben die ziemlich auf die Tube gedrückt und den gibt es für Windows XP definitiv nicht. Für Vista und Windows 7 gibt es ihn. Also deswegen schon mal mein erster Grund, warum Windows 7 und nicht Windows XP. Und zweitens, Windows Vista würde ich nicht empfehlen, auch wenn es heißt, ja, Service Pack 1, alles behoben. Erstens ist es trotzdem wieder älter. Zweitens, es kostet fast das gleiche, also es kostet eigentlich genau das gleiche, bis auf die 10 Euro da, auf 200 Euro, glaube ich. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Dann sollen die Updates 2013 auslaufen. Für Windows 7 sollen die Updates erst, also alles meine Informationen, bis 2016 bis 17 auslaufen. Das heißt, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Es sind noch so 5, 6 Jahre. Und ich denke mal, ein Betriebssystem, das soll auch 5, 6 Jahre lang sicher sein. Also, wenn man bei Windows überhaupt von sicher reden kann, aber sicherer als unsicher. Und zweitens, trotzdem ist einfach Windows Vista, es ist langsam. Schauen Sie sich die ganzen Testberichte an. Es ist einfach viel langsamer. Zweitens, es braucht wesentlich mehr Ressourcen. Wieso soll ich das nehmen? Also mein Tipp an Sie ist, nehmen Sie, wenn Sie sich ein neues Betriebssystem zulegen wollen, Windows XP nicht, Windows Vista sowieso nicht. Meine Empfehlung ist wirklich Windows 7. Okay. So, dann kommen wir mal zur Version. Ich habe hier die Professional Edition. Und da kann ich Ihnen jetzt auch wirklich kaum einen Tipp geben, denn es ist wirklich so, es muss jeder für sich selber wissen. Sie müssen für sich entscheiden, brauche ich die teuerste Version, die ist wirklich ziemlich teuer. Wir können ja mal kurz bei Microsoft vorbeischauen. Ja, hallo? Schalten wir nochmal schnell aus den Vollbildmodus. Schauen wir mal kurz bei Microsoft vorbei, was sie sagen, was diese Versionen können. Da kann man sich dann jetzt mal auch kurz von Microsoft selber ein Bild machen.
Und den der Support, sage ich jetzt mal, welche Version man nehmen soll, da der ist auch nicht schlecht. Natürlich wird es dann am Ende ihre Empfehlung so drauf hinlaufen, dass man entweder Professional nimmt und der dann wirklich was will von seinem Betriebssystem, der soll dann Ultimate nehmen. Ja, also wie gesagt, ich würde auch das teuerste Produkt von mir verkaufen, bevor ich das billigste verkaufe. Zumal es ist zwar teilweise illegal, diese Funktionen zu knacken. Das heißt, wenn ich mir Windows 7 Home Premium kaufe, sind gewisse Funktionen deaktiviert, die es bei Windows 7 Professional gibt. Ja, die werden zwar alle mit ausgeliefert, die sind auch auf der Festplatte dann installiert. Es ist dann bloß irgendwo ein Eintrag oder mehrere Einträge, wo steht, dass das nicht genommen werden darf oder es laufen so Dienste, Programme schon ab von Systemstart automatisch ab. Die kann man auch schlecht ausstellen mit normalen Mitteln, die dann sagen, okay, du hast Version Home Premium. Dann überprüfen die so alle Stunde mal, wenn du Home Premium hast, dann darfst du das nicht verwenden. Es wird alle Stunde oder so überprüft, weil man könnte ja auch sagen, ja, okay, gut, einmal Home Premium, immer Home Premium. Nein, da gibt es dieses sogenannte Anytime Upgrade. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich einfach zum Beispiel Home Premium zu kaufen. Und dann, wenn man wirklich Professional braucht, dann einfach professionell sich upzugraden quasi. Es kostet natürlich ein bisschen mehr, aber man kann dafür halt eben auch gut dosieren. Wie gesagt, naja, müssen Sie wissen. Schauen wir mal auf http doppel slash doppelpunkt doppel slash www.microsoft.de oder .com vorbei. Ich bevorzuge jetzt mal .de. Dann haben wir gleich die deutsche Seite. 55% schon. Gut. Also wie gesagt, das müssen Sie wissen. Im Endeffekt ist es Ihre Entscheidung und ja, da kann ich Ihnen nur vielleicht einen Tipp geben, aber die Entscheidung liegt dann immer noch bei Ihnen. Microsoft Deutschland gehen wir. Also das ist jetzt nur so langsam, weil der da gerade was installiert. Dann wir mal schnell ein Betriebssystem installieren und gleichzeitig noch ein bisschen surfen und ein bisschen aufnehmen und einen Virenschutz laufen lassen und Zoom mitlaufen lassen. Das geht halt auch nicht reibungslos. Also jedenfalls bei meinem Rechner nicht. Okay. Ja. Gehen wir mal Windows 7 Editionen ein. Hey, komm, hallo? Nein, Editionen. Editionen. Bing. Also wie gesagt, Bing ist das auch nur alles geklaut von Google, aber da werde ich mal ein anderes Video dazu machen, wie man professionell Sucheinträge klaut. Naja, okay. Da ist ja Microsoft anscheinend ein Meister drinnen. Naja, hat schon 3,2 GB geschrieben von einem Image, das 2,3 GB groß ist. Heißt, schon 33% ausgepackt. Heißt, Microsoft komprimiert auch. Arbeitet nicht so stark wie zum Beispiel Ubuntu, also wie die Linux-Distributionen, aber naja. Hey, ich will Bing. Mach schon. So, da kriegen wir gleich einen ersten Eintrag. Editionen vergleichen, Microsoft Windows und dann sehen wir schon Windows 7. Wählen Sie die für Sie passende aus. Ja, das sehen wir unter der Adresse windows.microsoft.com/de-groß.de/windows7/Windows
products/compare. Okay, so. Edition von Windows 7. Kriegen wir natürlich jetzt gleich wieder den Kaufen-Kaufen-Button, wobei man es hier nicht geschafft hat, alles in eine Reihe zu machen. Also für ein professionelles Unternehmen, das angeblich die beste Software macht, die nicht mal von ihren Kernprodukten die Homepage ja, in einer Reihe machen kann, erwarte ich zwar was anderes, aber okay, gut. Gehen wir das mal durch. Verbesserte Desktop-Navigation, das ist überall, also können wir den Punkt schon mal rausschmeißen. Schnelleres und einfaches Finden von Programmen, die häufig verwendet werden, das ist richtig und das vermisse ich auch ein bisschen an Windows XP. Diese Leiste hier, die da unten drinnen ist, wo man einfach suchen kann, das ist ganz gut. Schnelleres, einfaches Programm finden, so häufig verwendete, auch über drin können wir auch uns sparen. Schnelleres, benutzerfreundliches und sicheres Browsen mit Internet Explorer 8. Hätte man vielleicht jetzt auch Unterstützung durch Internet Explorer 9 hinschreiben können, aber da ist man noch nicht so up-to-date. Auf der englischen Version ist es wahrscheinlich schon up-to-date, aber wie gesagt, die deutschen Verbraucher, die wollen wir nicht, also keine Pflege deren Homepage. Fernsehsendungen ansehen, aufnehmen, zurückspielen mit Windows Media Center, das können wir auch rausschmeißen, weil wer braucht Windows Media Center? Dann nimmt man ein anderes Programm, damit kann ich das ganze Internet anzapfen und mir alles anschauen. Also der Punkt, den lasse ich nur als halben durchgehen, also denn da gibt es genug extra Software. Gibt's also wirklich, da braucht man nicht den Windows Media Center. Heimnetzwerk zur gemeinsamen Nutzung ihrer Dateien ihres Druckers durch Heimnetzgruppen. Können wir auch uns schenken, es ist auch überall dabei. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ältere Programme und Hardware weiter nutzen mit dem Windows XP Mode. Oder Modus. Das unterstützen natürlich nur die teureren Versionen, welche das sind, da können wir mal kurz hochscrollen. Professional, Professional N, was auch immer Professional N ist. Dann Ultimate und Ultimate N. Was ist das? Was ist N? Was ist, naja, gut, eben eine N-Version davon. Ich schätze mal, das ist eine Familienversion oder irgend sowas. Ich weiß ja nicht. Ist N? Was zum Teufel ist N? Naja, gut. Aber da sehen wir jetzt bereits, für was brauchen wir einen Windows XP Mode, der so ungefähr bei 0,2 bei jedem fünften User, sagen wir mal, funktioniert. Was brauche ich da? Da muss der Prozessor Hardware unterstützen. Was ist eine Windows 7 N-Version? Ja. Okay. Also brauchen wir nicht. Können wir rausschmeißen. Also Professional und Ultimate unterstützen das. Aber wie gesagt, das ist Blödsinn, denn wir haben hier eine VirtualBox und die ist viel besser. Die ist dann vielleicht etwas langsamer, aber da für den XP-Mode brauchen wir einen Prozessor, der das unterstützt. Und da gibt es auch nicht sehr, sehr viele, die das unterstützen. Also ist ein Schmarrn und ältere Hardware, das können wir uns sparen, denn da muss ich jetzt schon mal ganz kräftig husten. Denn wenn hier die Festplatte nicht funktioniert, auf Windows 7 der Treiber nicht funktioniert, dann können wir Windows gar nicht installieren, gar nicht starten und dann können wir auch den Windows XP Mode nicht aufrufen. Wenn die Grafikkarte nicht funktioniert, wird das in dem Windows XP Mode auch nicht funktionieren. Also Blödsinn. Domänenbeitritt, gut, da kenne ich mich jetzt nicht aus, da sage ich mal nichts. Also hier, wer in einem Firmennetzwerk ist, der soll sich dann angeblich laut Microsoft Professional oder Ultimate nehmen. Naja, kann ich jetzt nichts dazu sagen, bevor ich was Falsches sage.
Ja, zusätzlich können wir das dann auch noch ins Netzwerk speichern. Aber wieso sollen wir das ins Netzwerk speichern? Denn die Sicherung und Wiederherstellung, was bringt das? Damit können wir nicht die komplette Festplatte spiegeln. Wir können nur die Dateien spiegeln. Aber wir können keine lauffähige Kopie erstellen. Es ist sinnlos. Also das würde ich auch mal rausschmeißen. Und selbst wenn man sowas braucht, dann halt eben Professional oder Ultimate. Besserer Schutz vor Daten durch BitLocker kann nur Ultimate. Ja, für was gibt's TrueCrypt? Aber BitLocker ist ein ganz gutes Programm. Für was gibt's TrueCrypt? Ist Testsieger, ist immer besser als BitLocker. Damit kann man ganze Partition verschlüsseln, aber okay. Gut. Ja, 35 Sprachen. Es ist eine Frechheit, finde ich. Man kann in Home Premium und Professional, man kann keine Sprachpakete nachladen. Das geht nicht. Außer wieder mit Tricks und Umwegen. Es geht nur bei Ultimate. Und das finde ich einfach eine Frechheit. Ist für mich vollkommen verbraucherfeindlich. Verstehe ich nicht, was Microsoft damit bezwecken will. Wahrscheinlich nur damit, wenn falsche Versionen verschickt wurden. Da kenne ich ein paar Leute, bei denen wurden fa eine falsche Version verschickt. Das heißt, die haben zum Beispiel englisches Windows 7 be gekriegt. Ja, und wenn man nicht zufällig eine Ultimate Edition bestellt hat, die irgendwie, ich weiß nicht, wie kostet die mal? Muss jetzt mal kurz gucken. Wie viel kostet die? Und man hat ja hier die Preise gar nicht reingeschrieben, weil man nämlich dann gleich wieder alle Nutzer abgeworben hätte. Da zählt man ja einfach mal alle Funktionen auf. Und dann kommt der Preis und da braucht er auch wieder ziemlich lang zum Laden. Also wie gesagt, eine gute Marketingstrategie. Sie sind nicht dumm. Sie sind nicht dumm, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Also wie gesagt, hier unter dieser URL können wir uns dann die ganzen Vorteile nochmal anschauen. Oder beziehungsweise sie. Ja, also Windows Ultimate kostet einfach mal schön 320 Euro. Ist für mich einfach zu teuer. Also, das finde ich eine Frechheit, dass das so teuer ist. Home Premium kostet 200 Euro. Mit ein bisschen Tricksen kriegen wir das Home Premium zu einem Windows 7 Ultimate. Ja, was gibt's noch? Jetzt müsste das eigentlich installiert haben. Funktionen werden installiert schon. Machen wir mal Microsoft zu. Er hat schon 5,6 GB geschrieben. Wir können uns erinnern an Ubuntu, das waren irgendwie 1,9 oder 2,1 oder sowas. Updates werden installiert. Ja, was soll ich großartig sagen? So, er muss neu gestartet werden und ja, Neustart in 2 Sekunden, 1 Sekunde Neustart. Zack, jetzt wird es nochmal neu gestartet und dann geht die Installation noch kurz weiter, aber das denke ich mal, da ist das nicht mehr sehr spektakulär, da werde ich nochmal, da drücken wir jetzt keine beliebige Taste, um von CD zu starten. Maschine Vollbildmodus einschalten. So. Jetzt wird es eigentlich gestartet und den Rest, den werde ich mal schauen. Vielleicht zeige ich ihn noch. Also wie gesagt, dieses Starten, das kennt ja bereits jeder. Start, Start, Start. Es gibt hier leider keinen Boost-Knopf oder so. Also drückt Boost. Man, also vielleicht schon aus technischer Sicht ist das nicht denkbar. Ja, also er macht auch nichts beim Systemstart irgendwie. Nichts
Kontrollierbares, er schreibt nichts auf die Festplatte, er liest nicht wirklich. Ich weiß nicht, was der immer so beim Systemstart treibt, Windows, aber werden wir auch wahrscheinlich nie wissen, weil das ja kein Open Source ist, wo man nachschauen kann, aha, jetzt langweilt er sich erstmal ein wenig und dann fängt er an. Nein, leider nicht. Haha, ja, ich liebe das so, dieses Tschu. Komm schon. Ja, jetzt mal, er macht einfach irgendwie nichts, habe ich das Gefühl, wenn er startet. Irgendwie. Ich glaube, der initialisiert nur irgendwie Hardware oder so. So, jetzt kommt hier: Registrierungserstellungen werden aktualisiert. Ach, noch 3 Minuten. Könnte knapp werden. Ja. Aber jetzt schreibt er was. Komm. Komm schon. Ich hoffe jedenfalls, dass er was schreibt, weil sonst komme ich mich ja irgendwie leicht verarscht vor. Ja, er schreibt was, wenn auch nur. Na. Gute 20 Kilobyte. Naja. So, jetzt müsste eigentlich gleich die Produktkey-Eingabe kommen. Und da mache ich jetzt mal Schluss. Und in dieser Auflösung werden in Zukunft die ganzen Tutorials Windows 7 sein. Ich denke, damit kann man leben. Und wenn ich Glück habe, dann finde ich noch einen quasi einen Mode oder Patch oder irgendwas, mit dem ich dann 16 zu 9 aufnehmen kann. Wäre natürlich klasse. So, Dienste werden gestartet. Ich habe nur noch 2 Minuten. Langsam wird's knapp. Ah, gut. So, Installation wird abgeschlossen. Das kann jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen dauern. Komm, 1 Minute 45 noch. Weil das wird dann wieder 1 Sekunde länger, als ich Zeit habe. Aber So, dann schalte ich mal gleich den Vollbildmodus aus. So, ich lade schon mal Cam Studio bereit zum Beenden. Ich habe nur noch 1 Minute Zeit. Wird er es schaffen, der tapfere Held? Oder wird Microsoft ihn verschlingen? Nein, Microsoft verschlingt mich nicht. Okay, gut, ich übertreibe. Ja, ich habe eine Frage dann an euch, und zwar: Wie gefallen euch meine Tutorials? Laber ich zu viel? Soll ich das alles skippen? Oder passt so, wie ich mache, so einigermaßen, so, also für mein Verhältnis, so? Ja, also ich muss dann jetzt mal kurz die virtuelle Maschine frozen. Habe ich ja bereits auch schon gezeigt. Und jetzt kann ich dann gleich eine neue Aufnahme machen. Die füge ich dann zusammen, merkt ihr alles gar nicht. Und ja, ciao. Bis gleich. So, ja, da sind wir wieder. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich gerade einen Schnitt machen musste. Noch schnell Freiwillig an. Ja, ich habe quasi so ein Aufnahmesystem für das Audio, und das ist wie so eine Webcam. Das nimmt gleichzeitig immer noch ein Video auf, und das ist in HD-Qualität. Das heißt, es verbraucht schon mal ziemlich viel Speicherplatz. Dann kommt noch dazu, dass das kaum komprimiert wird, ist HD-Video. Ich habe eine 8 GB Speicherkarte drinnen. Also natürlich ist mir klar, dass es stark komprimiert wird, im Gegenteil zu dem, ich sage jetzt mal, unkomprimierten, weil das hat ja, was war das? Hat ja Massen an, ja, sag ich mal, Speicherplatz, das es braucht. Es wird schon komprimiert, aber halt nicht so stark. Ja, und
Ich kann halt auch nur eine 8 GB-Karte reinschieben. Das langt ungefähr für eine Stunde lang aufnehmen. Und ja, ich kann es nicht auf, ja, auf NTFS formatieren, sondern ich kann es nur auf FAT32 lassen. Und das ist halt eben, ja, genau, Session-Information. Das ist eben ein bisschen ärgerlich. Ah, schreibt wirklich. Na gut, lasst mich meine Story weiter erzählen. Also es ist halt ein bisschen ärgerlich, weil ich kann es nicht auf FAT32, auf NTFS formatieren, weil das Gerät nicht unterstützt. Aber wenn ich es jetzt auf FAT32 lasse, was ich ja muss, dann kann man, bekanntlicherweise, das werde ich mal in einem anderen Tutorial erklären, warum das so ist. Man kann auf FAT32 formatierten Speicherkarten, Festplatten und so weiter nur bis zu 4 GB große Dateien speichern. Und deshalb kann ich nur ungefähr 28 Minuten immer aufnehmen. Oder 29 Minuten, das ist ungefähr. Und dann ist halt die 4 GB-Grenze erreicht und dann schaltet es ab. Deswegen muss ich jetzt gerade Schnitt machen. Und wem das Gelaber hier zu nerven ist, der kann ja einfach ein bisschen jumpen, denn das Installieren, das dauert natürlich auch immer ein bisschen. Ja, mal in die Session-Informationen schauen. Also hier empfehle ich schon zu skippen, weil das ist jetzt nichts wirklich Interessantes für uns. Aber ich nehme es jetzt halt mal ganz auf, für die, die es interessiert, wie lange es dann auch ungefähr dauert, bis so eine Phase abgeschlossen ist. So, Session-Informationen. Ja, da hatten geschrieben, oh, bald sind wir an der 6 GB-Grenze dran. Es fehlt nicht mehr viel. Ja, ich gebe jetzt noch einen kleinen Tipp. Oh, ist ja sehr interessant. Ach, jetzt kommt schon wieder Neustart. Na, dann gehen wir mal den Neustart. Aber vorher machen wir einfach Daten gesendet. Schauen wir mal nach. Ja, jetzt kommen, ist in Ordnung. Nein, da drücken wir jetzt nichts. Da muss ich jetzt mal anmuten dann, aber egal. Session-Informationen. Man hat es vielleicht gerade nicht ganz gut gesehen. Da werden Daten gesendet über den Netzwerkadapter. Also 16,7 Kilobyte wurden schon gesendet und 7,5 Kilobyte wurden schon empfangen. Ah, jetzt kommt dann dieses, dass es immer so zusammengeht. Das finde ich sehr interessant, was Microsoft da sendet und was es empfängt. Was es an Windows sendet, was Windows empfängt. Ich schätze mal, da werden auch ein paar Motherboard-Nummer, Festplatten-Nummer, MAC-Adresse, alles so ein Zeugs wird, denke ich mal, alles nach Hause übertragen. Denn es gibt ja zu diesem Zeitpunkt noch nichts, was das irgendwie kontrolliert. Windows. Also das kann ganz in Ruhe nach Hause telefonieren, sofern natürlich das verfügbar ist, das Heimnetzwerk angeschlossen ist. Ist ja bei mir angeschlossen, logischerweise. Ja, das ruckelt jetzt natürlich ein bisschen, ist klar. Ah, ich find das super, dieses Blinken da. Ist keine Maus-Integration. Integration. Ja, dann muss ich jetzt auch mal das Meldung später nicht mehr anzeigen. Na. Also Session-Informationen. Ich frage mich immer, was macht es beim Starten? Und man sieht, es macht nichts. Es macht einfach wirklich nichts. Das da oben, das kann man ja nicht zählen, weil das sind ja nur vom Massenspeicher IDE-Controller quasi, ja. Das ist nur unser Image, das wir gemountet haben. So, 2,78 Gigabyte. Ist normal, aber jetzt hat er mal was geschrieben unten. Wir müssen auf die unteren beiden Werte hier schauen, auf die. So, der Computer wird für die erste Verwendung vorbereitet. Na super. Also das schaut auch schon mal ganz gut aus. Jedenfalls besser als bei den alten Versionen.
Also ich muss schon sagen, Windows Vista habe ich ja noch selber noch nicht installiert. Man hat im Gegensatz, sagen wir mal so, XP, man hat am Setup, an der Ästhetik vom Setup sehr, sehr stark geschraubt. Naja, aber die Videoleistung dürfte jetzt natürlich etwas gelitten haben. A, unter der virtuellen Maschine, wie man hier sieht, gehen wir auf Session-Informationen. Gehen down auf Session-Informationen. Da, nee, kann man jetzt nicht sehen. Ah, nee, auf Basisachter. Ich hab eben nur 16 MB Grafikspeicher, keine 2D- und keine 3D-Beschleunigung zugewiesen. Ja, also, da können wir uns dann das Videoleistungsergebnis ungefähr ausmalen. Ja, also, Nutzernamen gebe ich jetzt mal Windows ein. My Windows. Ja, was nehme ich als Computernamen? PC? Nein, nein, das ist Virtual PC. Okay, man kann keine Leerzeichen machen. Ist ja dämlich. Wenn es durchgeht, okay. Windows, ach jetzt, hä? Kann man nur so viele Buchstaben? Ach, das ist ja schon wieder dämlich. Was mache ich? Virtual Windows 7. Vielleicht. Nein, kommt 7. Virtual Bindestrich? Geht Bindestrich noch? Nee, Bindestrich geht nicht mehr. Also, passt genau, Virtual Windows 7. Ja, mein Benutzername, mein Windows können Sie ja bei sich selber eingeben, wie Sie es gerade brauchen. Virtual Windows 7. Ja, ich denke mal, bis jetzt ist das Setup selbsterklärend und man braucht kein großes Tutorial dazu. Aber naja, es gibt ja Leute, die wissen nicht mehr, wie sie es einschalten. Was nehme ich für ein Passwort? Ich nehme jetzt einfach mal mein Windows. Erneut eingeben, mein Windows. Und den Kennwort-Hinweis, den können wir übrigens später entfernen, mein Windows. Ich finde es ziemlich dämlich, dass man den Kennwort-Hinweis eingeben muss. Ja, der Produktkey, den gebe ich jetzt nicht ein, den gebe ich erst später ein. Ich möchte es auch nicht, dass jeder hier meinen Produktkey sieht. Und außerdem werde ich dann noch zeigen, wie man diese, ich sage es mal, Registrierung umgehen kann. Aber dazu später mehr. Und da kann man eben den Produktkey eingeben, weil viele Leute immer fragen, ja, bei der Installation, wie gebe ich da den Produktkey ein? Ja, Windows automatisch aktivieren, das wählen wir mal ab, weil ich möchte nicht, dass Windows nach Hause telefoniert. Okay. Ja, umsehen wird schon noch. Genau. Was alles so ist. Was ist Aktivierung? Lesen Sie Datenschutzbestimmungen. Datenschutzbestimmungen sind bei Microsoft. Wenn du uns die Daten gibst, dann sind wir glücklich. Und wenn nicht, dann läuft Windows nicht. Okay, gut. Spaß beiseite. Also klicken wir auf Weiter. Na, kommt weiter. So, dann empfohlene Einstellungen verwenden. Später erneut nachfragen. Also, gehen wir nochmal zurück. Die empfohlenen Einstellungen verwenden, da installiert alles von alleine und später erneut nachfragen, da können wir dann alles selber installieren, wie wir es gerade brauchen. Und zum Beispiel einen Microsoft Defender oder so, den brauchen wir nicht. Können wir dann persönlich auswählen. Ja, so würde ich alles lassen. Ja, passt so automatisch auf Sommer- und Winterzeit umstellen. Das ist halt im Moment mein aktuelles Datum und meine aktuelle Zeit. Ja. So, okay. Weiter. Weiter. Ja, da müssen Sie jetzt selber raussuchen. Das ist ja ganz gut beschrieben. Öffentliches Netzwerk nehme ich jetzt mal, weil ich ein WLAN habe. Das ist zwar gut geschützt, WPA2, aber naja, weiß man trotzdem nicht, was im WLAN immer so los ist. Heimnetzwerk ist für LAN
etc. für verschlüsseltes LAN auch gedacht. Und wie gesagt, öffentliches Netzwerk würde ich immer auswählen. Ja, Heimnetzwerk, wie bereits gerade erwähnt. Arbeitsplatznetzwerk am Arbeitsplatz. Ja. Gut, das müssen Sie aber auch auslegen. So, jetzt werden wir schnell die Einstellungen abgeschlossen, beziehungsweise das Festlegen der Einstellungen wird abgeschlossen. So, dann sehen wir doch schon ein Willkommen und das schaut auch schon mal ganz gut aus. Ja, man sieht hier immer dann die Windows-Version drinnen. Windows 7 Professional bei mir. Desktop wird vorbereitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt sehr, sehr lang dauern wird. Desktop wird vorbereitet. Desktop wird immer noch vorbereitet. Ja, also in der Zeit können wir uns mal ganz locker einen Kakao machen. Einen backen. Wie auch immer. Noch schnell 13 Visual Basic Programme programmieren. Bis dahin ist er dann fertig. Ich sage gleich, das dauert ein bisschen. Schauen wir mal die Session-Informationen, was der da gerade überhaupt macht. Aha. Wir haben schon über 6 GB. Ja, Switch. Komm, Switch. Ja, mach halt. Ich will die Session-Informationen. Und der Desktop wird immer noch vorbereitet. Ich habe ja gesagt, man kann sich jetzt schon mal in Ruhe in den Kakao backen. Also, Desktop wird vorbereitet. Kakao. Ich weiß zwar nicht, wie man den Kakao backen kann, aber ja, ich backe mir den Kakao. Wer das weiß, von wem dieser Spruch ist, der kriegt 0 Cent von mir. Übrigens, diesen Kanal habe ich auch abonniert. Ich habe ja nur 2 Kanäle abonniert und das ist alles von derselben Person. Wenn man rausfinden will, wer ja, ich back mir den Kakao erfunden hat, meiner Meinung nach ein sehr genialer Spruch, der sollte mal auf meinem Kanal vorbeischauen: www.youtube.com/mywindow. Ja, dann möchte ich euch auch nochmal fragen, wie ihr die Videoqualität findet und mein Gelaber, vielleicht auch die Qualität, die Soundqualität und was halt alles noch so passt, die Themenqualität egal. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Erste Wetten werden angenommen, letzte werden abgeschlossen. Oh, tada. Habe ich es mir doch gedacht. Er ist fertig. Habe ich es mir doch gedacht. Aber das kann jetzt auch noch mal ein bisschen dauern, die Windows Desktop Aktualisierung. Mal anzoomen. Irgendwie schaut der Cursor aus. Irgendwie schaut der Wartecursor scheiße aus, wenn er angezoomt worden ist. Okay, aber das schaut da eigentlich auch alles scheiße aus. Also wie gesagt, einfach skippen, wenn es einem jetzt so langweilig wird. Ah, sehr interessant. Nur das Fenster ist beschäftigt, das restliche System ist nicht beschäftigt, nur das Programm ist beschäftigt. Persönliche Einstellungen, super, dann kann ich ja gleich mal weitermachen mit dem Betriebssystem. Das ist ja nicht beschäftigt, nur das Programm. Sehr, sehr logisch. Da kriegt ihr wieder einen Punkt. Microsoft Team und Co. KG. Ja. Also, was würden wir ohne Microsoft tun? Wir hätten alle Ubuntu oder Linux oder OpenSUSE oder also einfach Linux halt. Egal. Oder wir hätten alle iOS von Apple. Aber ich sag's mal so. Apple und Microsoft, das ist ungefähr so von. Nur mal von den Datenschutzbedenken. Das lässt sich aufwiegen. Also, Microsoft, die nehmen halt alle Daten
Bei denen gibt es quasi keinen Datenschutz. Außer den Schutz von den Daten, die sie haben. Die werden natürlich geschützt. Nein, kein Sicherungspunkt. Hey, ich will Session-Informationen. Ah, wir sind über die 6 GB drüber. Also er schreibt wirklich was auf die Festplatte. Ist ja schon mal ein Trost, dass er uns nicht verarscht und einfach nur sagt, hey, so, wir warten jetzt nochmal 2 Stunden und dann fange ich mal wirklich mit der Arbeit an. Nee, also so ist es nicht. Ja, der Internet Explorer wird jetzt eingerichtet. Super. Ja, und diese Ränder hier, also den schwarzen Rand, den werde ich jetzt dann noch minimieren, wie wir es mal vorhin gesehen haben. Und da haben wir unsere Windows 7 Oberfläche. Windows 7 ist erfolgreich installiert, jedenfalls in der virtuellen Maschine, ohne Produktkey und ist damit nur 30 Tage lauffähig. Ach ja, ich wollte noch kurz was über Apple erwähnen und bei Apple, die zensieren halt, also kann man sich raussuchen, was einem lieber ist, Verdummung oder alles aus dem Gehirn absaugen. Naja, okay, mein Gott. Muss man selber raussuchen. Naja, gut, also ich versuche jetzt gerade die richtige Einstellung, die ich dann später mal habe, rauszuzoomen. Ja, also ein bisschen größer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und auch wenn ihr gute und schlechte eure Meinung, Kommentare schreibt. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Ciao, euer MyWindows.